Schwärzen ist eigentlich ein wichtiger Schutz, um Informationen endgültig aus einem Dokument zu entfernen. Mit dieser speziellen Option des Weißschwärzens können Sie Fehler aus einem Dokument nachträglich entfernen, ohne in das Original zurückgehen zu müssen. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen eine Sonderform des Schwärzens. Schwärzen, da kommt man dran, indem man mit der Maus hier auf die rechte Maustaste geht, in der Werkzeugleiste und ich dann Schwärzung öffne. Schwärzen ist eigentlich dafür da, dass ich Informationen unwiderruflich aus einem Dokument entfernen kann und dann schwarzen Balken visuell drüber mache. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, ich habe hier den Spitznamen und wenn ich das zum Schwärzen markieren möchte, dann gehe ich da einfach drüber und sobald ich mit der Maus drüber bin, wird das Ganze schwarz. Gehe ich mit der Maus weg, habe ich diesen roten Rahmen drumherum. Das sehe ich so lange, solange ich die Schwärzungen noch nicht angewendet habe und das Ganze gespeichert habe. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist eine Sonderform. Deswegen stelle ich mein Dokument einfach mal wieder her. Das ist das eine. Gehe in die Schwärzungseigenschaften und suche mir für die Füllfarbe für den geschwärzten Bereich weiß aus. Also ich schwärze sozusagen weiß ohne Überlagerungstext. Ich will noch gleich sagen, warum. Ich habe Möglichkeiten, Texte unwiderruflich zu ändern und zu löschen. Nehmen wir mal an, ich würde in diesem Dokument Spitzname, Deckname und Titel entfernen wollen. Dann könnte ich versuchen, mit dem Touch-Up-Werkzeug daran zu gehen. Das ist das Werkzeug, das sich bei der erweiterten Bearbeitung befindet. Da muss ich aber dann die Schrift dazu haben und ist eigentlich zum Ändern gedacht. Das wäre so die eine Möglichkeit. Bei der Grafik könnte ich versuchen, dann die Grafik auch mit dem Touch-Up-Werkzeug zu bearbeiten. Dazu muss ich aber ins Grafikwerkzeug gehen. Wir wollen einfach uns mal vorstellen, wie gesagt, den Spitznamen und diesen Text hier möchte ich entfernen. Also markiere ich das Ganze hier zum Schwärzen. Beziehungsweise Sie sehen schon, ich ziehe das als Fenster auf. Ich muss mir gar nicht so großartig die Mühe geben und das Ganze über den Text zu ziehen. Dann stellen wir uns mal vor, dass die Firma ihr Logo geändert hat. Das Ganze heißt nicht mehr Global Corp, sondern nur noch Global. Also gehe ich mit der Maus drüber. Dann verschwindet das Ganze. Und dann haben wir unten bei der Beschäftigungsart noch zwei vollkommen sinnlose Texte, nämlich den Scheinselbstständigen und den anderen Bereich auch hier drüber mit der Maus. Und dann bin ich in diesem Zwischenmodus. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir so alle unsere Schwärzungsoptionen hier tatsächlich auch sehen können. Und wenn ich die Schwärzungen jetzt anwende, dann werden wir gleich sehen, dass alles, was ich in Anführungsstrichen weiß geschwärzt habe, dann verschwunden ist. Und auch den Decknamen, das können wir uns auch gleich mal sehen, der Begriff taucht dann nachher nicht mehr auf. Ich schwärze das Ganze. Es werden übrigens noch die Metadaten durchsucht, wenn ich bestimmte Begriffe habe, ob es da Informationen gibt, die werden auch noch gleich gelöscht. Und dann speichere ich dieses Dokument, damit ich das Original auch nochmal zur Verfügung habe, woanders ab. Und sobald ich das, wie gesagt, dann gespeichert habe, ist das Ganze weg. So, ich habe hier oben nichts mehr, wo ich mit der Maus drüber gehen kann. Ich suche mal nach dem Decknamen bzw. nach Deck und ich finde das Wort nicht mehr. Eine etwas ungewöhnliche Art, das Schwärzen zu nutzen, aber ich kann damit auch kleinere Fehler korrigieren, in Anführungsstrichen drüber malen. Funktioniert deswegen sehr gut, weil der Hintergrund auch weiß ist, deswegen kann ich weiß schwärzen.